Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zum Motorsport Manager Saison 3 mit Archer BMR, unsere Premieren-Saison im Asia Pacific Super Cup. Wir sind beim Rennen Nummer 2, wir sind in China, wir sind in Peking zum großen Preis und starten von 11 und 13. Naja, ausbaufähig, sage ich mal, aber ja, es ist. Das Delta ist nicht zu groß, so Platz 6 vom Abstand her, zumindest im Qualifying. Da waren wir eigentlich nicht allzu weit weg. Platz 6, Sophie Sevilla, 1,24,4. Und darauf mit einer 1,24,4 ebenfalls. Also das sind keine Welten. Wir sind 650.000stel dahinter der Pole. Und da sind wir gerade mal bei einer Zehntel. Also deswegen, Raphael hat hier die Performance, um mitzugehen. Was die Chica macht, weiß ich nicht. Die hat uns ja beim letzten Mal etwas enttäuscht, die Gute. Vielleicht war sie einfach nur nervös. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, die Ampeln gehen aus. Rodriguez, super Start. Chica ebenfalls. Bombastischer Start. Ja, Positionen gewonnen. Nicht schlecht jetzt. Oh, jetzt geht es wieder nach hinten. Eieiei. Okay, ich habe zu früh gefeiert. Rodriguez auf der 10. Chica auf der 12. Sie haben sich offenbar nochmal gefangen. Hervorragend. Aber ja gut, die erste Runde ist immer turbulent. Wir wissen es. Raphael auf der 8. Chica auf der 12, ein Mordsgedränge. Hoffentlich keine Kollisionen, Leute. Hoffentlich keine Kollisionen. So, ich stelle jetzt sicherheitshalber mal den Fahrstil ein bisschen zurück in der Hoffnung, dass hier keine bösen Manöver passieren. Ne? In der Hoffnung, hier heil und sicher durchzukommen. Wir haben es nicht immer selbst in der Hand. Wenn uns einer reinfährt, dann, naja, haben wir halt Pech, gell? Aber wir hoffen. So, jetzt beginnt dann gleich wieder die ominöse Runde 2. Da kracht es immer so furchtbar gern. Das macht dann immer sehr viel Spaß. Hier wird es ziemlich... da ist ziemlich eng, aber nee, hat nochmal geklappt. Rodriguez hat momentan einen kleinen Puffer vor und hinter sich. Also das sollte wenig passieren. Chica Balcazar hat dahingegen Probleme. Und Rodriguez wird angegriffen. Chica verliert Plätze. Ja, die verliert Plätze. Auf der 15, jetzt wieder auf der 14. Mein Gott, das geht hier zu. Könnt ihr euch mal entscheiden, was ihr hier macht? Oh, hier gab es gerade einen bösen Verbremser. Zum Glück keine Kollision. Das ist immer so die Befürchtung ganz am Anfang. Ne? Das Rennen schon in Runde 2 zerstört, weil schwindlige Kollisionen. Aber diesmal scheint man sich zusammenzureißen. Floridi, schnellste Runde, 1,29,1. Da sind wir weit weg. Mein Gott, da sind wir meilenweit weg. Da sind wir sogar ein gutes Stück weg. Und wir kommen nicht vom Fleck, Leute. Wir kommen nicht vom Fleck und wir kriegen die Reifen nicht auf Temperatur. Also ich muss ja doch mal ein bisschen mehr pushen, habe ich den Eindruck. Gut, wir gewinnen das Rennen nicht in den ersten 5 Runden. Wir werden dieses Rennen auch nicht gewinnen. Ne? Dieser Illusion gebe ich mir gar nicht hin. Aber wir müssen aufpassen, dass man uns nicht unnötig auffällt. Hier an Platz 13 Sevilla zum Beispiel. Ui, Sevilla hat schon mal dick Positionen verloren. Ne? Erinnert euch an den Start. Die war vor uns. Die war vor uns. Rodriguez ist auf der 8. Hat die Kollegin Fuchs hinter sich. Ja, die Chica hängt hier so ein bisschen hinter Sevilla fest, habe ich den Eindruck. Kann ich es wagen, hier meine Teile zu quälen, ist jetzt die Frage. Oh, die Chica hat ihren Motor schon ordentlich gequält. Na, die hat es schon wieder krachen lassen. Und greift hier zumindest an. Wäre fast vorbeigegangen. Okay, ich lasse ihn mal kurz pushen. Rodriguez auf der 6 ist an Fox vorbei. Ne, er war schon an Fox vorbei. Da haben zwei andere Positionen verloren. Genau, Zanate hat Position verloren und De Oestre hat Position verloren. Und die Chica ist vorbei. Okay, Chica darf wieder auf Normal fahren. Und wo ist Raphael? Raphael hat, ja, Fox hinter sich. Okay, Raphael hat Luft, dann kann auch der den Motor ein bisschen schonen. Ne? Wir haben ja gelernt, je höher der Motormodi, desto krasser die Auswirkung auf die Teile. Deswegen schauen wir einfach mal, was so geht. Lassen wir die Kollegen einfach mal fahren. Es bleibt trocken.
Rodriguez persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Und Karim Shah hat eine Durchfahrtsstrafe wegen Kollision bekommen. Das ist, naja, gut, ist auf dem letzten Platz, ist uns ziemlich wurscht. Und Freier Larsen ist auf dem vorletzten Platz. Also unsere Konkurrentin im Kampf um die Fahrer-WM letztes Jahr in der European Racing Series, die ist weit abgeschlagen. Das macht dann natürlich auch keinen Spaß, das ist verständlich. So, Rodriguez, komm, jetzt fahr einmal eine schöne Runde. 1,29,4, okay. Schneller als Cruz. 6 Zehntel schneller, aufgeholt auf Platz 5. Aber die gute Fox ist dran. Das ist nicht euer Ernst. Genau, der hat etwas zu unterseite des Frontflügels getroffen. Och Gott, Chica Balcazar. Natürlich, nach der Box. Mal wieder logisch. Ich drehe am Rad, ey. Das ist... Oh, was macht ihr? Was macht ihr? Was zur Hölle macht ihr? Sie hat Silvander gerammt. Na toll. Untersucht. Keine Strafe. Lustig. Okay. Also, Chica Balcazar macht schon wieder lustige Sachen. Hat Silvander abgeschossen. Zampelli ist es, ne? Toll. Ja, wenigstens ist er nicht ausgefallen. Also Chica Balcazar mausert sich mehr und mehr zum Problemkind bei uns. Ich habe in ihr so viel Potenzial gesehen. Und sie baut, Entschuldigung, aber einen Mist nach dem anderen. Das ist nicht gut, was die Chica da macht. Das ist nicht gut. Das ärgert mich. Da kommt sie in die Box da hinten. Die Aufhängung vibriert, ja, das habe ich mir gedacht. Ja, noch hält sie, Raphael, noch ist alles gut. Noch hält die Aufhängung. So, Chica, jetzt lass fliegen. Jetzt zählt's. Okay, Chica hat noch ganz gute Teile. Ich würde sagen, dann lassen wir sie hier mal ein bisschen pesen. Lassen wir sie den Reifen runterschrubben. Beziehungsweise im Moment machen wir hier aggressiv. Genau, sie soll mal versuchen, ordentliche Rundenzeiten zu fahren. Raphael kommt an Start und Ziel vorbei. Was machen wir mit dir? Schaffen wir noch 2 Runden? Nee, schaffen wir nicht. Komm. Dann lassen wir ihn noch pushen wie blöd und kommen mit ihm in die Box. 24 Runden noch. Da müssen wir auf Gelb gehen, ja. Geht nicht anders. Wir gehen auf Gelb. Tanken für 13 Runden. Oder bis 13, besser gesagt. Aufhängung wird repariert. Den Rest lassen wir mal. Ja, auf geht's. Raphael. Lass jubeln. Da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen, dass der Chica schon wieder Mist gebaut hat. Das 2. Rennen in Folge, wo sie Mist baut. Wenn es so weitergeht, kann ich sie nicht mehr lange verteidigen, ne? Dann muss ich wahrscheinlich sagen, Mädel, es gibt genug andere Fahrer, die auch vergleichbar gut sind und die vielleicht sogar Paydriver sind. Allzu lang kann ich sie nicht mehr in Schutz nehmen, wenn die so weitermacht. So, Raphael, jetzt sag, komm. Schön nachtanken. Oh, da vorne ist noch jemand in der Box vor uns. Der steht aber schon ganz schön lang. Jawohl, schöner Boxenstopp. Prima. Hat super geklappt. Aufhängung ist wieder fresh. Platz 14. Platz 14, Rodriguez hat eine Blue Flag vor sich. Freier Larsen auf Platz 19, mein Gott. Unglaublich. Ja, Platz 18 auch vor sich, ebenfalls Blue Flag. Und dann müssten die ersten Kollegen kommen zum Überrunden. Wer hat da noch nicht gestoppt? Navarro hat noch nicht gestoppt. Monroe hat noch nicht gestoppt. Die haben auch noch nicht gestoppt. Ja, wo er hat, wo, da müssen wir auch noch vorbeiziehen. Jetzt fangen die ganzen Boxenstopps an, Leute. Jetzt fangen die Boxenstopps an. Da müssten wir jetzt ein paar Positionen zurückgewinnen jetzt. Jawohl.
auf Platz 10. Aber Platz 10 sind noch keine Punkte. Ne? Platz 6 sind Punkte, wir erinnern uns. Algazar auf der 14. Da hast du noch nicht viel gewonnen, ne? Nein, wir haben kein Problem im Heckflügel. Alles gut. Der hält das mal beim nächsten Mal, wenn du reinkommst. Nein, du hast doch kein Bremsenproblem. Problem, genau. Das bildest du dir nur ein. Du hast kein Bremsenproblem. Alles gut? So, Chica. Jetzt darfst du das gelbe Postauto mal überholen. Du darfst an Parks vorbeifahren wegen mir. Du musst nicht hinten dran bleiben. Bitte. Du hast den besseren Reifen. Okay, du hast vielleicht das schlechtere Auto. Aber du hast den besseren Reifen. Aber das scheint die Miss Parks nicht zu interessieren. Nö, die fährt weg. 1,1 Sekunden. Gut, dann ist es halt so. Und der Raphael hängt hinter der Kollegin Fox mit 2 Sekunden. Oh, jetzt ist er aber dran. Jetzt ist er dran. Herrschaft, muss ich jetzt hier echt nochmal Feuer freigeben, oder was? Dass das funktioniert. Nochmal volle Lotte, Mensch. Chica, auf geht's. Ja, voll abgedrängt hier. Jawohl, innen. Innen zieht sie durch. Quetscht sie sich vorbei an Frankie Parks. Und zieht vorbei. Und jetzt musst du dich bloß noch absetzen, Mädel. Jetzt musst du dich bloß noch absetzen. So, und aufpassen, mach die Tür zu. Okay, gut, wo ist Rodriguez? Wo ist Raphael? Raphael hängt immer noch hinter der Kollegin Fox. Hat eine Blue Flag vor sich. Macht aber auch keine großen Fortschritte, gell? Er scheint auch so ein bisschen aufgehalten zu werden. Nein, er kommt nicht ins Fenster. Jetzt wäre er dran. Jetzt muss er ihn vorbeilassen. Jawohl, genau. 19 Runden noch. Heißt, beim Raphael stoppen wir dann noch einmal. Reparieren auf jeden Fall den Heckflügel und wahrscheinlich dann auch die Bremse. Und dann lassen wir heizen. Und bei Chica Balcazar, die kommt jetzt über Start und Ziel. Dann müssen wir, glaube ich, noch zweimal stoppen. Dann müssen wir wahrscheinlich noch zweimal stoppen bei der Chica. Das werden wir mit einmal nicht schaffen und reparieren müssen wir vor allem, ja. Also, Chica, Box. Einmal rot und einmal gelb fährst du bitte. Also erst nochmal Sprit rein. Teile reparieren. Da gewinnen wir nichts, gell? Wir bleiben auf der 14. Ja, dann reparieren wir. Ne, lohnt sich noch nicht. Lohnt sich noch nicht zu reparieren. Nein. Machen wir nicht. Lohnt sich schlicht noch nicht. So. Raphael hat Boa Esperanza hinter sich, allerdings dort ein mechanisches Problem. Ja, Nummer 7 hat ein Problem, der Östre. Ich hoffe, so spricht man es aus. Oder Oestre. Oeste oder Öste oder, ach, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Namen sind Schall und Rauch, ne? Namen ändern sich, wie wir gelernt haben, ne? Dieses lustige Fahrerkarussell, was da zum Saisonwechsel stattgefunden hat. Also von dem her, Namen sind eigentlich völlig wurscht. So, Chica Boxenstopp. Steht in der Box, 30% noch auf dem Reifen. Und guter Stopp, jawohl, guter Stopp. Immer noch auf P14. Jawohl, kommt auch vor Sevilla raus. Verteidigt Position 14, sehr gut. Dann schaut, dass du jetzt nochmal Gas gibst. Ja, die Aufhängung könnte nochmal ein Problem werden. Warten wir es ab. Aber bist selber schuld, Mädel. Ne? Denk an deinen ersten Stopp. Den unnötigen Boxenstopp. Du könntest viel weiter vorne sein. Aber gut, hätte Fahrradkette und so. Wir wissen es. Ne? Bringt alles nichts zu theoretisieren. Es ist halt passiert. Und fertig. So, vor uns ist immer noch Fox. Ja, ich passe jetzt hier mal ein bisschen auf meinen Reifen auf. Weil der ist schon ziemlich am Ende.
der Kollege. Jetzt muss ich ein bisschen das Material schonen. Okay, wir haben 1,8 Sekunden Rückstand auf Fox. Fox selbst hat auf Clark 9 Sekunden Rückstand. Platz 1, 2 und 3 sind auf Supersoft unterwegs, auf den roten. Clark muss jetzt dann boxen. Heißt, wenn Clark zum Boxen kommt, ziehen wir vorbei. Wenn Clark jetzt boxt, heißt das, die muss noch zweimal kommen. Weil 15 Runden schafft die nicht auf dem gelben, glaube ich nicht. Die fährt denn dann zu sehr kaputt, den Reifen. Das packt sie nicht. Lori, die hat schon einen recht flotten Vorsprung. Die ist wahrscheinlich schon zu weit weg. Vor allem, die hat noch ein bisschen was auf dem Reifen. Die hat noch was drauf, ja. Clark Smith an der Box, fällt zurück auf P14, sogar hinter Balcazar. Ach du Scheiße, die muss ich zu Tode reparieren, so wie es aussieht. Ja, ja, die hat sich zu Tode geboxt. Die haben alle Probleme mit der Zuverlässigkeit. Larsen muss ich auch ewig einen weg reparieren. Das erklärt auch, warum die schon so weit zurück ist. Und das Problem, was hier vorherrscht, ist natürlich, sobald du überrundet bist, hast du ständig die Blue Flag und kannst niemals vernünftig Tempo fahren. Also wenn du hier überholt wirst, überrundet wirst, dann bist du eigentlich raus aus dem Rennen. Das kann man, denke ich, festhalten. Ja, und beim Raphael wird es jetzt dann echt Zeit für Reparaturen. Ganz dringend sogar. Ganz dringend sogar. Und wir geraten unter Druck. Der Öste hinter uns scheint aufs Gas zu treten. Scheint nicht nur aufs Gas zu treten, sondern sieht auch an uns vorbei. Aber Raphael hält die Nase nochmal rein. Ah ne, schafft er nicht. Okay, gut. Gut, ich lege es jetzt auch nicht drauf an. Ne? Ich muss ein bisschen auf meine Reifen aufpassen. 14 Runden noch. Ja, aber Raphael kämpft. Sehr schöner Zweikampf vom Raphael. Ja, aber er hält es nicht durch. Nee, er hält es nicht durch. Ich muss schauen, dass ich vielleicht noch ein, zwei Runden rauskriege aus dem Reifen. Das wird eng. Oh, jetzt verlieren wir Positionen. Jetzt verlieren wir Positionen. Aber gut, noch ist nicht schlimm. Noch ist nicht schlimm. Die müssen wahrscheinlich alle mehr reparieren als wir. Bleib in der Ruhe, Raphael. Fahr dein eigenes Rennen. Fahr dein Rennen. Schau nicht, was die anderen machen. Schau auf dich. So, Chica Balcazar hinter Cruz. 6 Sekunden und hat 8 Sekunden Vorsprung auf Sevilla. Und muss noch einmal boxen. Das mit dem Motor gefällt mir bei ihr auch nicht. Und, aber die Aufhängung, die kommt. Die kommt auf jeden Fall. Ja, die Motoren. Diesmal haben wir keine großen Getriebeprobleme, sondern diesmal geht es echt auf den Motor. Erstaunlich. Beim letzten Mal war es ganz übel, ne? Da hat es uns das Getriebe am Ende um die Ohren gehaut. Und wir mussten nochmal reparieren. So, jetzt Rodriguez, jetzt kommst du zum Boxen, bitte. Nochmal auf Gelb. Da können wir hoffentlich zu Ende fahren. Nichts 13 Runden. 12 Runden. 12,78, genau. Wir haben noch 13 übrig. Erstes hier heißt, wenn er über Start und Ziel geht, haben wir noch 12. Dann reichen 12,78. Ja, okay, passt. Teile reparieren. Heckflügel, Bremse, Aufhängung. Reicht der Frontflügel? Was kostet der? 5 Sekunden. 4 Sekunden. Interessant. Hier 36, 4 Sekunden. Und hier sind es 5 Sekunden. Ja komm, dann machen wir den Frontflügel gerade auch noch. Ist, glaube ich, gerade wurscht. Wir probieren es. Wir probieren es, wenn wir schon in der Box sind. Ich habe keine Lust, deswegen nochmal reinzukommen. Deswegen, wir versuchen es. Wir reparieren die Kiste gleich vernünftig und schauen mal, was rauskommt. So, Rodriguez zieht vorbei an Platz 7. Anzarate holt sich die Position zurück. Und auch Batista muss jetzt in die Box. Der hat seinen Reifen schon ziemlich runtergerubbelt. 12 Runden sind es noch. 12 Runden. Und die Führenden sind durch. Die Boxen nicht. Aber Fox kommt an die Box.
Das reimt sich, ist auch nicht schlecht. Fox kommt an die Box. Jetzt, komm, Leute. Auf geht's. Jetzt muss alles klappen. Keine Fehler, jawohl. Tank hat funktioniert. Vier Reifen, wunderbar. Und schnell die Reparatur, bitteschön. Ne, ich glaube, jetzt zahlt sich auch unser neues Personal ein bisschen aus. Was wir Anfang der Saison uns gegönnt haben. Weniger Fehler beim Boxen und etwas schnellere Reparaturen und sowas. Also da sind wir schon vorbei an Zarate. Wunderbar. Guter Stopp. Dankeschön, Platz 10. Okay, du fährst so fertig, bitte. Der Reifen sollte halten. 11 Runden noch. Ja, es bleibt trocken. Beziehungsweise von Raphael sind es noch 11,5 Runden. Ne? Aber Costa verliert Zeit. Oh, Costa verliert total Zeit. Er hat seinen Reifen völlig zerstört. Ja, und die Teile halten jetzt. Beim Raphael. Die halten jetzt. Aber er gerät unter Druck von Navarro. Aber der muss nochmal boxen. Ist also keine große Gefahr. Ist keine Gefahr, Navarro. Sehe ich nicht kritisch. Was macht die Chica? Die ist auf Platz 8. Ist auf Platz 8, hat fast 20 Sekunden Vorsprung auf den Rodriguez. Das wird aber nicht reichen. Und wir müssen bei ihr jetzt auch boxen, auf den gelben Reifen wechseln. So, nochmal ein bisschen tanken. Ja, komm, das machen wir so. Passt. Teile, Aufhängung, da wird es die höchste Eisenbahn. Bremse und ja, von mir aus den Heckflügel auch noch. Den Motor können wir uns nicht erlauben, das geht nicht. Das kostet zu viel Zeit. Motor geht nicht. Ja, diesmal ist der Kampf etwas härter. Costa boxt jetzt dann doch. Okay, ein kleines bisschen Gummi hat er noch drauf gehabt. Und Monroe ist auch in der Box. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt wird es entscheidend sein, wie lange die vielleicht reparieren müssen. Okay, Floridi ist schon durch. Platz 1. Die hat auch schon den weichen Reifen schon drauf. Heißt, die fährt zu Ende, wenn sie nicht reparieren muss. Platz 2 muss nochmal boxen. Platz 3 kann jetzt, denke ich, auch durchfahren. Bei der Chica sieht es gut aus und Rodriguez ist wieder auf der 6. Oh, Fehler bei der Reparatur. Mist. Fehler bei der Reparatur bei Chica Balcazar. Eieiei. Aber sie ist noch auf Platz 8. Frontflügel hat zu lang gedauert. Ja, ja, schon recht. Wir haben doch den Frontflügel gar nicht repariert. Sehr merkwürdig. Na, wie auch immer. Egal. Oh, Costa ist hinter Balcazar auf jeden Fall. Gut, ist die Frage, kann die so... Ne, können die anderen auch zu Ende fahren? Müssen die noch reparieren? Keine Ahnung. Wo ist der Raphael? Raphael ist vor dem letzten Bogen zu Start und Ziel und zieht an der Position 5 vorbei. Floridi in der Box. Ich habe mich getäuscht. Floridi muss ewig viel reparieren. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das macht sie, wenn dann gleich beim Boxenstopp. So ein Blödsinn. Gut, uns soll es recht sein. Fünfter Platz sind 2 Punkte. Ein fünfter Platz sind 2 Punkte. Und der Reifen kühlt aus. Ja, der Reifen kühlt aus, aber ich traue mich nicht hier den Fahrstil zu verändern. Einfach weil der Reifen dann nicht halten wird bis zum Schluss. Okay, McLeod ist an der Box. Position 1 in diesem Moment abgegeben an Batista. Das glaube ich ja gar nicht. Zampelli führt. Zampelli in Führung. Unglaublich. Frechheit. Und die sind immer noch in der Box. Raphael auf 3. Die sind immer noch in der Box. Momentan wäre das Sponsorenziel erreicht. Raphael Rodriguez auf P3. Die nächsten 4 Punkte, Fragezeichen. Meine Güte. Und die Chica Balcazar holt sich Position 7. Eine Position noch für die Chica und auch sie würde einen Punkt holen. Das würde ihr, denke ich, gut tun nach dem Ausfall im letzten Rennen. Wenn man sich überlegt, mit was für einem Scheißauto, Entschuldigung, aber wirklich mit was für einem Scheißauto wir hier unterwegs sind. 7 Runden noch. 7 Runden noch, Leute.
Wenn es 5 Runden sind, dann gebe ich hier nochmal ein bisschen Gas. Thema Zuverlässigkeit. Dann probieren wir es noch, wobei wir sind 22 Sekunden weg. Und ja, okay, wir haben Clark Smith hinter uns, wobei die muss nochmal boxen. Clark Smith muss nochmal boxen. Und Floridi fährt besser als 27,7. Die fährt 3 Sekunden schneller als Raphael in der letzten Runde. 3 Sekunden. Ist ja nicht mehr normal. Okay, die lässt es auch rocken. Die greift an. Die lässt es richtig fliegen, die Gute. Die könnte... Ja, wenn die so weiterfährt, könnte nochmal richtig ekelhaft werden. 6 Runden noch. Sobald wir über Start und Ziel sind. Und Freier Larsen immer noch in der Box. Oder schon wieder, besser gesagt. Schon wieder beim Reparieren. Unglaublich. Ja, die wird den Teamwechsel wahrscheinlich bereuen. Ne, die hätte bei Oso Motorsport bleiben sollen. Da war sie besser aufgehoben, glaube ich. So, Balcazar im Kampf mit Costa. Kann Costa noch hinter sich halten? Noch? Aber Costa sitzt halt im Boa Esperanza, im etwas besseren Auto. Deswegen überrascht es mich, dass Costa hier irgendwie nicht mitgehen kann. Der Abstand vergrößert sich. Die Lücke tut sich auf. Ja, interessant. 5 Runden noch. Oh Gott, die macht den Motor kaputt ohne Ende. Die Chica, die zerstört ihren Motor. Warum auch immer. Ich fahre sie doch gar nicht im Push-Modus, aber die richtet den Motor hin. Das ist die absolute Hinrichtung, was die macht. So, Raphael, jetzt pass auf. Fünf Runden von Raphael noch. Michelle Cooper hat aufgegeben. Okay, ausgeschieden. Schade. Wobei, ich glaube, ich muss beim Raphael gar nicht mehr drauf drücken. Das kann ich so lassen. Jetzt hat Balcazar einen Platz verloren an Costa. Okay, schade. Ich glaube, ich kann den Raphael so lassen. Da muss bloß der Reifen halten. 4 Runden noch für Raphael. Ich weiß, dass du reichlich Benzin hast, aber... Ach komm, scheiß drauf. Reifen schonen und dafür allerdings das Benzin ein bisschen heftiger durch den Motor pumpen. Ne, mal ein bisschen Gas geben. Was macht die Chica auf Platz 7? Fox hinter sich. Da kann ich es mir nicht erlauben zu pushen. Hey, der Motor geht hoch, wenn ich das mache. Das kann ich mir nicht erlauben. Chica muss auf Ausfälle hoffen vor sich. Anders geht's nicht. Oh, wobei sie könnte vielleicht ein bisschen den Reifen pushen. 3,5 Runden, das müsste gehen. Und Rodriguez, oh, gerät unter Druck von McLeod. Weniger als eine Sekunde ist es jetzt, Leute. Weniger als eine Sekunde. Platz 2 hat aufgegeben. Ist ausgeschieden. Mechanischer Defekt. Wir sind auf B2, Leute. Wir sind auf B2. Okay, jetzt kühlen die Reifen aus. Jetzt muss ich beim Raphael doch ganz kurz mal ein bisschen Gas geben. Zweieinhalb Runden noch für Rodriguez. Zweieinhalb Runden noch. Und McLeod gibt Stoff. McLeod setzt uns unter Druck. Oh Gott, jetzt macht der Motor bei Chica. Fängt jetzt zum Zicken an. Oh. Chica, halt durch. Du bist auf B6. Ein Punkt ist es. Du hast Fox hinter dir. 8 Zehntel. Das schaffst du ja wohl, Mensch. Mädel. Stell dich nicht so an. Vorletzte Runde. Vorletzte Runde von Raphael. Chica, mit dir fahren wir durch. Wir können nicht boxen. Sorry. Ne, die Erfahrung aus dem letzten Rennen zeigt, es wird vielleicht gehen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Noch sind die Teile nicht im roten Bereich. Deswegen, ich glaube, die kann durchfahren auf P6.
Und Fox muss rausnehmen. Fox muss jetzt rausnehmen, weil der Reifen kaputt ist. Und auch Batista hat unter Umständen nochmal Reifenprobleme. Nein, Batista geht in die letzte Runde. Batista fährt zu Ende auf diesem, ja, schon sehr ledierten Reifen. Und hier kommt McLeod. Hier kommt McLeod. Die wird auch nicht ein verrücktes Manöver versuchen. Letzte Runde für Rafael Rodriguez. Letzte Runde. Die Teile halten, absolut. So, jetzt hau raus, ey. Gib Stoff, Junge. Prügel deinen Motor, schinde ihn, wie es sonst noch geht. Lass jucken. Lass dich nicht überholen. Oh Mann. Vier Zehntel, die hängt dran, die schnüffelt am Auspuff. McLeod, ein alter Wadenbeißer. Amy McLeod lässt nicht locker. So, Anfahrt, Zielbogen. Letzte Chance, 6 Zehntel sind wir weg. Das musste beim Teufel zugehen. Der Sprit reicht. Der Sprit reicht und Rodriguez geht als Zweitplatzierter über die Linie. Jawohl. Großartiges Ergebnis. Rafael Rodriguez, Position 2 in China. Und Chica Balcazar hat Fox abgehängt und geht auf Platz 6 über Start und Ziel. Ja, was ein Comeback. Was ein Comeback von Chica Balcazar. Schnappt sich den letzten WM-Punkt. Und das nach diesem Start, ne? Unser Sorgenkind. Nach diesem Start. Und ui, Batista hatte auch schon einen Defekt am Auto. Hat Glück gehabt. Offenbar, ne? Hat Glück gehabt. Aber gut, wie auch immer, ist wurscht. Wir fahren mit beiden Autos in die Punkte. Wer hätte das gedacht? Wobei, fairerweise, mit Glück muss man dazu sagen, ne? Chica Balcazar, unser Problemkind hier, ein zusätzlicher Stopp. Hätte man sich sparen können, aber gut, hätte, hätte. Wir sind zufrieden. Unser Chef hoffentlich auch. Jawohl, wir kriegen Sponsor Money, ganz wichtig. 600.000. Hier die. Also, das ist auch wieder. Ne, Durchfahrtsstrafe, wir haben gesehen, wir haben keine Strafe gekriegt. Dass sie das nicht in den Griff kriegen, ich weiß auch nicht. Was macht ihr bloß, Leute? Und wir hatten Glück mit den Ausfällen. Muss man auch sagen. Ne, der zweite Platz wurde geschenkt. Wir wären auf P3 gewesen. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Wir haben 11 Punkte jetzt in der Konstrukteurswertung. Rodriguez auf Platz 3, das ist so witzig. Na gut. Wir sind an Position 2 in der Konstrukteurswertung. Das muss man sich mal geben. 11 Punkte, ich habe nachgeschaut. 11 Punkte haben Ende letzten Jahres im Asia Pacific Super Cup für den vorletzten Platz in der WM gereicht. In der Konstrukteurs-WM. Eastwood ist mit 9 Punkten abgestiegen. 11 Punkte haben gereicht für den vorletzten Platz. Sollen wir das jetzt als gutes Omen nehmen, dass wir das nach dem zweiten Rennen schon haben? Oder, naja. Aber wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Wir geben uns nicht mit dem vorletzten Platz zufrieden. Wir wollen definitiv mehr erreichen. Ja, aber summa summarum. Ein Wochenende, wo wir zufrieden sein können. Chica Balcazar gewinnt. Moral Rodriguez ist ja eh schon immer top motiviert. Fahrer verbessern sich. Ui, Rodriguez sogar 3,4% beim Bremsen. Große Verbesserung. Respekt. Nicht schlecht. Der Vorsitzende freut sich auch wieder. Ja. Wir zahlen wieder 400.000 drauf, ne? Aber gut, besser als 1 Million. Von dem her können wir echt zufrieden sein. Super. So, was passiert in der European Racing Series? Osu gewinnt. Nicolo Strambi. Und Markus Kranz von Firebird, ah ja, auf Platz 3. Markus Kranz, Magnus Kranz, nicht Markus, Entschuldigung, Magnus Kranz. Und Go Kanjiro fährt jetzt bei Eastwood, für wen denn? Bei Eastwood? Achso, der Strambi war ja zuvor bei Eastwood, na klar, stimmt. Wie sieht es hier aus bei der Team-Weltmeisterschaft? Eastwood ist wieder auf Platz 2. Gemeinsam mit Osu und Firebird ist in Führung. Und, oh Wunder, Predator ist nicht letzter. Auch erstaunlich. Na gut. So Leute, dann war es das für heute. Grand Prix Nummer 2 ist erledigt. Ja,
war, denke ich, spannend, auch wenn wieder mit ein bisschen Kopfschütteln und, oh Mensch, Chica, was machst du denn? Aber gut, es war definitiv nicht langweilig. Kann man so festhalten. Ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen, wenn ihr das tut. Vergesst nicht, das Video zu kommentieren, zu bewerten. Sei an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis gegeben. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.